Hallo, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu 11 Minuten mit Gehirn und Geist. Mal wieder heute am ersten Donnerstag des Mai hier aus dem Haus Spektrum der Wissenschaft in Heidelberg, aus dem Verlagsgebäude. Mein Name ist Steve Ayan, ich bin Redakteur bei Gehirn und Geist. Und wie an jedem ersten Donnerstag im Monat erzähle ich Ihnen mal wieder ein bisschen was aus unserer redaktionellen Arbeit. Wir haben es 11 Minuten mit Gehirn und Geist genannt, weil ich circa 11 Minuten hier ein wenig erzählen werde aus den Dingen, die wir gerade machen, was wir an Themen im aktuellen oder im nächsten Heft geplant haben. Heute habe ich auch eine Frage an Sie mitgebracht. Vielleicht können Sie mir bei der Recherche zu einem Thema sogar helfen. Und im Anschluss haben wir die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie können Fragen stellen und Kommentare oder Anregungen loswerden. Ich verfolge die Veranstaltung hier parallel und kann dann spontan, soweit es in meiner Macht steht, Ihnen Antworten geben oder auf die Punkte reagieren, die Ihnen wichtig sind. Schön, dass Sie auf jeden Fall dabei sind. Wir haben Gehirn und Geist geplant für das nächste Heft mit einem Titelthema zur Intelligenz. Wann immer wir etwas über Intelligenz ins Heft nehmen, dann erinnere ich mich immer an eine Anekdote von damals, als ich so etwa im frühen 20. Jahrhundert meine Arbeit hier bei Gehirn und Geist aufnahm und einer Freundin davon erzählte: Hey, hör mal, ich bin jetzt bei Gehirn und Geist. Da sagte diese Freundin ganz entgeistert: Oh, das klingt ja wie Intelligenz und Elite. Das ist mir da in Erinnerung geblieben, weil mir da zum ersten Mal auffällt, dass diese Begriffe Gehirn und Geist ja für manche Menschen tatsächlich auch ein bisschen abschreckend wirken können. Natürlich nicht für Sie, Sie sind ja nah an diesen Themen unseres Hefts dran und interessieren sich für Psychologie und Hirnforschung. Aber Intelligenz ist natürlich ein Thema, was auch bei uns im Heft immer wieder eine große Rolle spielt. Das ist eins der am meisten erforschten Themen der Persönlichkeitspsychologie. Wir hatten zuletzt im Jahr 2019 einmal ein Titelthema zur Intelligenz. Da ging es vor allen Dingen, der Untertitel hier ist ein Maß für den Lebenserfolg, Fragezeichen. Da ging es darum, dass Intelligenzmaß, also der klassische IQ, vor allen Dingen einen starken statistischen Zusammenhang aufweisen mit beruflichem, akademischem Erfolg, aber auch mit so etwas wie Lebenszufriedenheit oder Einkommen sogar. Und das wird immer wieder auch kritisch hinterfragt. Es gibt auch Forscher, die sagen, ja, Intelligenz ist vielleicht gar nicht so wichtig. Eher kommt es auf Hartnäckigkeit und Durchhaltewillen an oder Kreativität oder anderen Faktoren. Das zeigt einem an, dass Intelligenz sozusagen auch so ein Thema ist, wo es eine Menge, wie soll ich sagen, kritische Meinungen zu gibt oder auch Zweifel daran, ob das, was man denn so Intelligenz nennt, ob das eigentlich wirklich Hand und Fuß hat, ob Wissenschaftler genau wissen, was Intelligenz ist. Wird da nicht auch viel darüber gestritten, was man darunter verstehen sollte? Und vor allen Dingen auch gerade in heutiger Zeit ein aktuelles Thema ist die Frage, wie kulturfair sind Intelligenztests eigentlich? Also kann man so ein Intelligenzkonzept, was halt von westlichen Psychologen entwickelt wurde, was vor allen Dingen auf Abstraktionsvermögen, auf logischem Denkvermögen, auf Konzentration und Aufmerksamkeit basiert, kann man das so einfach auf Menschen aus anderen Kulturkreisen übertragen oder auch innerhalb einer Gesellschaft auf Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft zum Beispiel. Und genau diesem Punkt, diesem Thema haben wir jetzt für unsere nächste Ausgabe eben ein Titelthema gewidmet, das ich als Redakteur betreue. Das ist ein längerer Artikel von einer freien Journalistin, Claudia Christine Wolf, die auch längere Zeit in Afrika gelebt hat und Psychologin von Haus aus, also Biologin, Psychologin, und die da so einen Artikel für uns geschrieben hat über die Frage, was kulturfaires Testen eigentlich genau bedeutet. Und ja, was es da für Ansätze in der Psychologie gibt. Dazu habe ich in der Recherche auch ein Buch benutzt, was ich Ihnen sehr ans Herz legen kann, wenn Sie sich für dieses Thema stärker interessieren. Es ist jetzt ein ziemlich dicker Wälzer von einem Psychologen und es ist auch noch auf Englisch. In the Know heißt es, von Russell Warney. Das ist ein Psychologe aus Utah in den USA, der 35 Mythen über Intelligenz
aufspießt und aus Sicht der Forschung eben vorstellt. Und einer dieser Mythen ist, es gibt sehr viele verschiedene Intelligenzen, die je nach Kultur eben ja, unterschiedlichen Stellenwert haben. Und man kann sozusagen nicht es gibt ja in der Persönlichkeitspsychologie dieses Konzept des Generalfaktors, also G auch genannt, der sozusagen ein allgemeines Intelligenzmaß darstellen soll, das für alle Menschen, für alle Kulturen relativ universell gilt. Und es gibt immer wieder sozusagen ja, Zweifel daran, an denen ist ein gewisser Anteil auch tatsächlich ernst zu nehmen. Also es ist natürlich tatsächlich so, dass es Tests gibt, die schon allein aufgrund ihres sprachlichen Formats nicht auf andere Kulturen einfach übertragen sind. Das ist ein ganz banaler Grund. Man muss natürlich auch die Aufgabenstellung überhaupt erstmal verstehen können. Man hat dann angefangen, Tests zu entwickeln, die nonverbal, zum Beispiel mit Symbolen, arbeiten. Aber auch da hat man festgestellt, dass es eine gewisse kulturelle Erfahrung oder Voreinstellung bedarf, um mit bestimmten Arten von Aufgaben überhaupt umgehen zu können. Und man versucht natürlich in Tests, wenn es denn sozusagen interkulturell eingesetzt werden soll, da möglichst gleiche Grundvoraussetzungen herzustellen, indem man eben Testverfahren einsetzt, die weniger auf solchen kulturellen Vorerfahrungen basieren. Andererseits muss man aber sagen, dass man die Intelligenz eines Menschen eben auch zum gewissen Teil nur daran messen kann, wie er mit bisherigen Bildungserfahrungen zum Beispiel umgegangen ist, wie sehr er davon profitiert hat. Man kann also in gewissem Maß Intelligenz auch nur daran festmachen, zum Beispiel an Dingen wie Wortschatz oder ja, also Dingen, die auch etwas mit dem Bildungsniveau eines Menschen zu tun haben. Das voneinander zu trennen ist sehr schwierig. Und es verläuft halt sozusagen eine fließende Grenze dazwischen, wo man sagt, okay, das ist aufgrund der Intelligenz eines Menschen konnte er mit einer gewissen Bildungserfahrung umgehen, also hat daraus einen gewissen Nutzen gezogen und der drückt sich eben in Ergebnissen Intelligenz raus. Oder der Intelligenz selbst ist sozusagen unfair in dem Sinn, dass er von diesen, dass er diese Bildungserfahrung voraussetzt oder verlangt, um überhaupt die Aufgabe bewältigen zu können. Das ist ein sehr weites Feld, was wir in unserem Titelartikel also bearbeiten. Und ergänzt habe ich das, jetzt komme ich zu der Frage, die ich an Sie habe, durch einen Artikel, der ein bisschen zurückschaut in die Geschichte der Intelligenztestung. Ich habe ein Porträt anlass des 550. Geburtstags von William Stern geschrieben. Das ist ein deutscher Psychologe, auch wenn er William hieß, der in den 20er Jahren sehr viel zur Intelligenztestung beigetragen hat, der dann auch einer der Mitbegründer der Hamburger Universität war und der so ein bisschen ein tragischer Held der Persönlichkeitspsychologie wurde, weil er sozusagen sich in späteren Jahren selbst skeptisch gegenüber dieser massenhaften Intelligenztestung, wie sie eben vor allen Dingen in späten 10er Jahren des 20. Jahrhunderts und in den 20er Jahren begann, sich dagegen gewendet hat. Und der Stern hat einen Begriff geprägt, angeblich jedenfalls, den ich sehr interessant finde. Er hat von Deutungspfusch geredet, wenn es um Psychologen geht, die sozusagen ihre persönlichen Interessen oder Ansichten als Wissenschaft verkaufen und mit nicht sehr guten wissenschaftlichen, empirischen Belegen hantieren. Und dieser Begriff des Deutungspfusch, den findet man immer wieder, der wird kolportiert, soll von Stern stammen. Ich habe aber keine Primärquelle gefunden. Ich habe sozusagen nicht nachvollziehen können, aus welcher Schrift, aus welchem Buch oder bei welcher Gelegenheit er das sozusagen geprägt haben soll. Wer weiß, vielleicht ist unter Ihnen ja ein passionierter Psychologiehistoriker. Wenn Sie irgendeinen Hinweis haben, woher dieser Ausdruck Deutungspfusch oder Deutungspfuscher kommt, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir da einen Tipp geben könnten. Dann kann ich das vielleicht sogar noch in den Artikel einbauen. Der geht nämlich erst in der nächsten Woche in Druck und wird dann im Juni erscheinen. Jetzt schaue ich mal ganz kurz in den Chat und sehe, dass hier schon eine ganze Menge Fragen eingetrudelt sind.
Genau, das frühe 20. Jahrhundert war ein Scherz. Ich bin natürlich erst 22 und arbeite noch nicht so lange bei Gehirn und Geist, aber es ist auf jeden Fall aufgefallen, wunderbar. Speziell die Verhältnismäßigkeit zwischen IQ-Test, Kultur und Ethnie würde mich interessieren. Ja, dann kann ich Ihnen auf jeden Fall dieses Titelthema im nächsten Heft empfehlen. Das kann man jetzt natürlich so schwierig in ein paar Sätzen zusammenfassen. Ich habe versucht, es zu anzudeuten, dass es also, ich habe mit der Psychologin Elsbeth Stern zum Beispiel auch in der Vorbereitung dieses Titelthemas gesprochen, einer Schul- und Entwicklungspsychologin aus Zürich, die auch viel über Intelligenz und Intelligenztestung arbeitet. Und die wies vor allen Dingen darauf hin, dass dass in der Öffentlichkeit oft an etwas zu statische Vorstellung von diesem IQ-Wert existiert. Man stellt sich das vor wie so ein festes, vermeintlich sogar genetisch fixiertes Maß, das einem Menschen eigen ist und das sich nicht verändert, das nicht erfahrungsabhängig ist und nicht kulturabhängig. Und sie meinte, sie wundert sich selbst auch darüber, wie sehr diese IQ-Werte, die ja letztlich eine Relation zu einer Stichprobe nur darstellen, also das ist ein relatives Maß, wie sehr die verabsolutiert werden. Und diese ganze Frage der Genetik von IQ-Werten ist auch sehr, ja, mit sehr vielen Halbwahrheiten und Mythen behaftet, weil es letztlich ja zum Beispiel auf die Stichprobe ankommt, die man untersucht, wenn die sehr homogen ist, wenn also die Menschen zum Beispiel in einer Gesellschaft, in der ein sehr gutes Bildungs- oder Gesundheitssystem existiert und es relativ homogenen Zugang auch zu Bildung zum Beispiel gibt, dann sind die genetischen Einflüsse auf den IQ in dieser Gesamtheit von Menschen automatisch sehr viel größer, weil die Umwelt nicht so einen starken Einfluss hat. Während in anderen Gesellschaften, wo es sehr starke soziale Unterschiede gibt, macht es eben einen großen Unterschied, ob ich überhaupt Gelegenheit hatte, meine Intelligenz zum Beispiel durch eine ordentliche Schulbildung zu entfalten. Insofern kann man also auch diese Angaben von der IQ ist so und so viel Prozent genetisch festgelegt, nur mit sehr großer Vorsicht genießen. Das sind also keine Angaben, die man irgendwie verallgemeinern könnte. Mich interessiert, ob das Gehirn im Unbewussten Probleme lösen kann. Mir fällt auf, dass ich beim Solitärspielen, die ich nicht lösen kann, also Aufgaben, die ich nicht lösen kann, am nächsten Tag die Lösung finde. Okay, das ist jetzt ein Thema, das hat nicht unmittelbar mit Intelligenz zu tun, aber ist interessant, will ich gern kurz darauf eingehen. Es gibt tatsächlich sehr viele Studien dazu, die zeigen, dass eine Funktion des Schlafens ist, in Gedächtnisspuren, Gedächtnisinhalte zu konsolidieren und auch in gewisser Form weiter zu verarbeiten. Und es gibt sehr viele Berichte darüber, dass im Schlaf eben auch kreative Einfälle produziert werden. Es gibt sehr empirische Studien, die zeigen, dass Leute, die vor dem Schlafen gehen, sich mit Problemen beschäftigen, zu denen sie aber noch keine Lösung finden, dann quasi im Schlaf auch weiter solche Probleme lösen und mit gewisser statistischen Wahrscheinlichkeit am nächsten Tag eher auf die Lösung kommen. Das heißt, das Unbewusste, also wenn man das so nennen will, das Unbewusste, es gibt sozusagen Mechanismen, die eine Informationsverarbeitung im Gehirn also veranstalten, machen, die nicht an Bewusstsein gebunden sind. Und das kann im Schlaf passieren, das kann aber natürlich auch bei Ablenkung passieren. Also haben Sie vielleicht auch schon erlebt, dass Sie, wenn Sie über eine Frage gegrübelt haben, aber nicht auf die Lösung gekommen sind, dass sie dann in irgendeinem Moment, wo sie gar nicht mehr daran dachten, wo sie, was weiß ich, spazieren gingen oder ihre Gedanken haben treiben lassen, dann auf diesen Einfall gekommen sind oder die Lösung erkannt haben. Und das ist tatsächlich auch eine Strategie, die von Kreativitätsforschern untersucht wird, dass man sich sozusagen mit einer Problematik beschäftigt, aber dann auch so eine Art Auszeit davon nimmt und sich versucht davon abzuschalten, in der Hoffnung, dass dann sozusagen diese unbewusste Verarbeitung greift. Und da gibt es tatsächlich auch das ist natürlich keine hundertprozentige Gewähr, dass man dann auf die Lösung kommt, aber es gibt tatsächlich ganz gute Belege, dass das helfen kann. Sind auch Konzentration und Aufmerksamkeit Marker von Intelligenz, also generelle durchgehende Konzentration, oder reicht es, punktuell konzentriert sein zu können?
Da würde ich zunächst mal sagen, dass Konzentration natürlich quasi ein Bestandteil ist, um Intelligenz Testaufgaben zum Beispiel zu bearbeiten, denn wenn ich mich nicht darauf konzentrieren kann, aus welchen Gründen auch immer, aus Müdigkeit oder aus Ablenkung, dann klappt das nicht so gut. Man muss sozusagen zunächst einmal sicherstellen, dass da ja, dass man im vollen Besitz seiner mentalen Kräfte frisch und wach da ist, und dann kann man sozusagen überhaupt erst kognitive Kapazitäten auf irgendein Problem anwenden. Insofern hat das natürlich einen Anteil. Man würde jetzt aber nicht sagen, dass Konzentration selbst ein Teil von Intelligenz ist. Was aber, wofür es also sehr starke empirische und auch theoretische Argumente gibt, ist, dass dieser generelle Intelligenzfaktor, von dem man auch in der Forschung spricht, also das, was diese vielen verschiedenen Arten Intelligenz zu beweisen, sei es bei räumlicher Vorstellung, bei logischen Schlussfolgerungen oder beim Planen von bestimmten Aufgaben. Man kann das ja auf sehr viele verschiedene Felder anwenden. Dass ein gemeinsamer Nenner dieser Sachen aber das Arbeitsgedächtnis ist, also die Fähigkeit, bestimmte Informationen über längere Zeit ja, geistig präsent zu halten und vor allen Dingen auch mögliche Ablenkungen auszublenden. Und diese Kapazität und Flexibilität des Arbeitsgedächtnisses scheint da sozusagen ein gemeinsamer Nenner darzustellen, der einen wichtigen Kern der allgemeinen Intelligenzleistung ausmacht. Genau, insofern, also das Arbeitsgedächtnis spielt da so eine gewisse Schlüsselrolle. Ich schaue mal nach, hier ist noch eine Frage. Oft ist das Offensichtliche nicht sichtbar. Offenbar, nee, solange man sich darauf konzentriert, das Unterbewusste löst unbewusst Konflikte. Ja, man muss dazu sagen, das gehört auch zu den populären Mythen der Psychologie, glaube ich, dass es da so das Unbewusste und das Bewusste gibt, die so wie so zwei Monolithen nebeneinander stehen, und wir sind dann entweder mal bewusst oder mal unbewusst. Natürlich ist es so, dass wir nur einen Geist, eine kognitive Funktion haben, und da gehen eben bewusste, reflektierende Anteile, sage ich mal, Hand in Hand mit Dingen, über die wir nicht bewusst nachdenken und glücklicherweise auch nicht bewusst nachdenken müssen. Also wir lösen natürlich sehr viele alltägliche Probleme auf automatisierte Art und Weise. Es gibt sogar die Theorie, die sagt, dass Bewusstsein etwas ist, das das Gehirn nach Möglichkeit vermeidet. Das Lernen zum Beispiel darin besteht, Abläufe zu automatisieren und nicht mehr dieses sehr energieaufwendige und anstrengende Bewusstsein bemühen zu können, um ein Problem zu lösen. Insofern ist sozusagen diese implizite Informationsverarbeitung, wie man das auch technisch ausdrückt, also das unbewusste Lösen von Problemen, eigentlich die Basis von Intelligenzleistungen, wenn wir sozusagen über jede Sache uns erst lange ausführliche und irgendwie bewusstere Gedanken machen müssten, dann werden wir sehr viel überfordert. Das Bewusstsein hat ja auch die etwas unangenehme Eigenschaft, dass es sehr langsam agiert, während eben unbewusste, zum Beispiel intuitive Schlussfolgerungen oder Urteile sich sehr plötzlich einstellen. Insofern ist also ja, bildet das keinen scharfen Gegensatz, bewusst oder unbewusst, sondern das fließt ineinander über. Man kann sich bewusst bestimmte Techniken zum Beispiel zurechtlegen, um Probleme zu lösen, zum Beispiel, wovon ich gerade sprach, eben bewusst eine Auszeit zu nehmen, sich mit einem Problem zu beschäftigen, was weiß ich, einer mathematischen Knobelei, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, und das dann aber beiseite legen. Das kann man sich ja sozusagen bewusst vornehmen, ja, und dann einfach einen Spaziergang machen oder sich mit anderen Dingen beschäftigen. Das kann unter Umständen eben einen der Lösung näher bringen oder schneller näher bringen, als wenn man sich sozusagen in eine Aufgabe verbeißt, weil es auch oft so ist, dass man sich dort in einzelne Lösungsansätze verbeißt, also immer stur nach demselben Prinzip versucht, eine Aufgabe zu lösen, und ja, der letztliche Dreh sich erst dann einstellt, wenn man plötzlich einen anderen Zugang findet oder plötzlich einen ganz anderen Lösungsweg einen auffällt. Und das passiert eben oft in diesem Unbewussten. Die Betriebsblindheit, genau. Das ist ja so eine Art Betriebsblindheit der kognitiven Verarbeitung.
Intelligenz in Bezug auf Genetik ist ganz klar ein anderes Thema, genau. Das spielt bei unserem Titelthema im nächsten Heft mit hinein, weil die Vorstellung, dass es so eine kulturunabhängige allgemeine Intelligenz gibt, häufig dazu benutzt wird, also von bis hin zu ja, offen rassistischen Argumentationen, die sagen, gut, niedrigere IQ-Durchschnittswerte in anderen Ländern sind ein Ergebnis halt einer schlechteren genetischen Disposition. Das sind völlig unhaltbare Thesen, die halt damit zusammenhängen, dass man diesen genetischen Faktor missversteht. Natürlich hat Intelligenz, auch der IQ, eine genetische Komponente. Aber die Gene interagieren immer mit der Umwelt. Man kann das nicht voneinander trennen, so wenig wie man auch Bewusstes von Unbewusstem so klar von trennen kann. Wie ich eben gerade versucht habe darzustellen, brauchen bestimmte Gene, bestimmte Umweltfaktoren, um sich überhaupt abgelesen zu werden, um sich sozusagen zum Beispiel in so etwas wie intelligentem Denken oder Verhalten ausprägen zu können. Ja, und diese Quantifizierung von genetischen Anteilen macht immer nur Sinn für bestimmte Stichproben, wie man das in der Wissenschaft nennt. Also, wo man sich anschaut, wie verhalten sich da Umweltfaktoren zu genetischen Faktoren. Und was man auch dazu sagen muss, ist, das sind sozusagen, da geht es immer um die Betrachtung von Gruppenmittelwerten. Das sagt natürlich zunächst einmal gar nichts über den Einzelfall. Man kann also nicht sagen, bei diesem Mensch XY ist die Intelligenz zu so und so viel Prozent genetisch bedingt oder so etwas. Genau, das sind also solche populären Mythen, auf die gehen wir auch in diesem Titelthema ein, einfach weil das oft in der Öffentlichkeit auch missverstanden oder missbräuchlich auch verwendet wird. Im Kern geht es aber um diese kulturfairen Testungen. Ui, es geht ja hier, ich komme gar nicht hinterher mit den ganzen Fragen. Also ich kann gerne auch im Nachgang, wir wollen es jetzt auch nicht allzu lange ausufern lassen, kann ich mich gerne auch nochmal auf die eine oder Sache melden, die hier an Fragen auftaucht. Ich schaue jetzt nochmal, ob etwas, was hier noch drin steht. Zum Beispiel erinnere ich mich an, schreibt Herr Gebhardt, an Claude Lévi-Strauss, bahnbrechende Arbeit, das wilde Denken, in der das komplexe System eines nicht aristotelisch begründeten und strukturierten Wissenssystems dargelegt wird. Man kann durchaus von wilder Intelligenz reden, die hochkomplex und an sich rational stimmig ist. Ja, klar, also man kann das auch sozusagen anthropologisch, soziologisch betrachten. Was auch ein interessanter Punkt ist, der auch in unserem Titelthema zur Sprache kommt, ist diese Vorstellung, dass ja Intelligenz in verschiedenen Kulturen verschieden gewichtet ist und man auch verschiedene Komponenten besonders hoch an. In der westlichen Kultur könnte man vermutlich sagen, spielt sozusagen Effizienz und Schnelligkeit eine besondere Rolle. Das drückt sich auch darin aus, wie bestimmte Intelligenztests konstruiert sind. Da geht es manchmal darum, dass man innerhalb einer gewissen Zeit eine Aufgabe bearbeitet. In anderen Kulturen wird das eben anders gewichtet. Da kann es auch als eine gewisse Besonnenheit zum Beispiel oder abwartende Haltung als ein Zeichen von Intelligenz gelten. Oder auch Dinge wie besonders kreativ sein oder besonders sozial sein oder besonders weise, vorausschauend sein. Also wird von Kultur zu Kultur natürlich verschiedenes Gewicht gelegt. Intelligenzforscher argumentieren dann allerdings aber oft, dass die Art, wie eine bestimmte Kultur oder eine bestimmte Gruppe von Menschen Intelligenz bewertet oder was sie für intelligent hält, hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, wie man das wissenschaftlich zu erfassen hat. Also gibt ja auch in vielen anderen Bereichen, auch in unserer eigenen Gesellschaft oder Kultur, halt populäre Vorstellungen darüber, wie zum Beispiel das Unbewusste funktioniert oder worauf es bei diesem oder jenem ankommt, ob das sozusagen wissenschaftlich valide ist, das so aufzufassen, das ist dann auch nur noch mal eine andere Frage. So, schau noch mal. Ist Intelligenz nicht am Ende nur die Fähigkeit, sinnvoll, assoziativ und unbewusst gut automatisiert die unbewusste Überlegung zu beschleunigen? Ja, ist ein bisschen schwer zu sagen. Also die Frage
basiert auch wieder ein wenig auf so einer Gegenüberstellung von bewusst und unbewusst. Also ich glaube, dass das, was wir intelligent, also wenn wir irgendetwas intelligent lösen, eine Aufgabe in einem Test oder irgendein alltägliches Problem, basiert das also sicherlich zu einem großen Teil auf automatisierten Schritten, die wir da, die dabei zum Einsatz kommen. Ob das Bewusste jetzt sozusagen, ja, das dem irgendwie einen Schubs gibt oder dem den Weg ebnet oder dem manchmal auch im Weg steht, das ist, ja, das ist schwer zu sagen. Es ist auch schwer voneinander zu trennen, weil natürlich wir alle auch zum Beispiel durch die vielen Jahre, die wir in der Schule oder auch an der Uni verbracht haben, natürlich auch gewisse bewusste Strategien zum Umgang mit Problemen uns angeeignet haben. Und das, ja, also ich bin immer etwas skeptisch, wenn man das so starr voneinander scheiden will oder gegenüberstellen will. Das geht sehr viel fließender ineinander über, als man sich das so gemeinhin vorstellt. Also wir sind immer zu einem gewissen Teil ja, dabei, unbewusst Informationsverarbeitung zu betreiben, aber die ist auch nie ganz losgelöst von Dingen, über die wir auch bewusst nachdenken können oder die so unserer bewussten Entscheidung zugänglich sind. Es ist auch alles andere als trivial. Darüber haben wir auch in einem der letzten Hefte, ich weiß gar nicht, ob es in dieser Ausgabe ist, ich schaue mal gerade, das ist unser aktuelles Gehirn- und Geistheft, ein Artikel über Willensfreiheit und dort, ja genau, die Krux an der Willensfreiheit. Da geht es genau um die Frage, wann man denn eigentlich eine bewusste Willensentscheidung von einer unfreien oder unbewussten unterscheiden kann und ob bewusst-unbewusst dasselbe ist wie frei und unfrei. Ich will jetzt nicht weiter ins philosophische Detail gehen. Ich glaube, wir haben jetzt den Großteil hier beantwortet. 11 Minuten sind schon lange vorbei. Danke für den Hinweis und damit verabschiede ich mich für heute. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich. Sie können entweder hier auf Facebook oder über unsere Website mich jederzeit erreichen, Kommentare hinterlassen. Ansonsten sehen wir uns dann am ersten Donnerstag im Juni wieder. Und dann werde ich versuchen, mal wieder den einen oder anderen Kollegen von mir hier aus der Redaktion vor die Kamera zu bringen und ein bisschen hinter die Kulissen unserer Arbeit zu schauen. Damit vielen Dank und noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.